Ein Eurovision Song Contest ohne Balkan-Folklore ist möglich, aber sinnlos. Und weil zum Beispiel viele ESC-Trinkspiele nicht ohne traditionelle Instrumente, Landessprache und eine Lichtshow auskommen, liefert uns Serbien dieses Jahr netterweise genau das. Und noch vieles mehr. Sanja Ilić und Balkanica mit Nova Deca. Svet je naš i osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sve je jasnije. Sunce sija drugačije. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju bolji svet. Ist auch schon irgendwie angekommen bei uns, ja, der Song. Ne? Ich glaube, Balkanpop ist auch eines der kontroversesten Themen, haben wir schon im Vorfeld gemerkt, die es überhaupt gibt beim ESC. Es gibt da wirklich Menschen, die finden das ganz toll und Menschen, die finden das so nicht so toll. Gucken wir mal. Also Serbien hat wirklich an alles gedacht. An alter Oper mit Flöte, Trommeln, Marius Müller-Westernhagen am Klavier. Wenn die Frauen sich jetzt noch die Kleiber vom Leibe reißen oder ein Trickkleid zum Einsatz kommt, dann ist Serbien ganz weit vorne dieses Jahr. Weiß auch nicht so, aber ich finde es schön, dass Katja Burkhardt auch mal mit dabei ist beim ESC, ganz ehrlich. Mir fällt zu dem Song nicht so wahnsinnig viel ein, auch wahrscheinlich einer der vielen Pinkelpausen. Ja, ich finde das ja gut, dass wenigstens Serbien noch ein wenig Balkan-Flair verbreitet hier mit ethnischer Popmusik. Und ich glaube, sie werden damit auch gut fahren. Solche Titel kommen dann doch immer in die Top Ten. Das ist ein wirklich sehr bedenklich schlechtes Lied. Also mit einer irgendwie jugoslawisch anmutenden Notenhaftigkeit. Es wölkt sich so dahin über 3 Minuten. Das ist so wie so eine giftige Masse, die sich auf einen zubewegt. Man möchte sofort vorspulen. Für mich ist das nur ja, ein Balkan-Klischee und nicht mehr. Ja, Landessprache. Starke Stimme auf jeden Fall. Ja. Und dann hört es auch schon auf mit den Komplimenten. Auch das erreicht mich leider nicht. Seit 10 Jahren warte ich darauf, dass die endlich am Song Contest teilnehmen. Damals in Belgrad lag nämlich ihr Album am Infotresen aus. Und ich habe mir das natürlich eingesteckt, weil ich mal hören wollte, was die so für Musik machen. Das ist so toll, die machen ganz, ganz tollen Ethnopop. Aber insgesamt ist dieses Lied nicht wirklich rund. Also das muss ich selbst als Fan von Ethnopop sagen. Das wird schwer fürs Finale. Vor 10 Jahren lag da eine CD und Irving hat sie sich gegriffen. Wahnsinn. Und das weiß er immer noch. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Der weiß alles, der vergisst gar nichts. Ja, wird schwer fürs Finale, das ist die Frage. ESC Lavajoni schreibt uns, den serbischen Song finde ich sehr gut. Dieses Landestypische gefällt mir und die Landessprache sowieso. Eine eingängige Melodie und ich hoffe, dass sie ins Finale kommen. Und Celeste hat geschrieben, Balkanklänge und Disco-Beats mischen sich hier nicht so gut. Meiner Meinung nach gefällt mir leider gar nicht. 77 Alulu, 7712. Schreibt, ich bin wohl die Einzige, die diesen Song mag. Er ist etwas altmodisch, aber bringt die gute alte ESC-Zeit zurück. Ja, auch Florian Gölz sagt, toller Beitrag von Serbien. Endlich wieder ein Beitrag von Serbien in Landessprache. Traditioneller Song mit modernen Elementen in meinen Top 15. Ja. Auch SRB Eurovision lobt den Mix aus Tradition und Moderne. Top. Mhm. Also, ja. Schöne Mischung aus Balkan-Folklore und Disco-Stampfer. Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist Balkan-Folklore ist ein Streitthema, aber die Mischung ist vielleicht auch hier das Interessante, dass es ja eben auch modern interpretiert wird, in dem Fall von Balkanica. Genau, Balkanica ist ja eine Band, die gibt es schon sehr lange und ist in Serbien sehr populär. Seit 2000 gibt es die, hat seine Ilić gegründet. Die haben auch sich einen richtigen Namen gemacht und sind ja, eine Marke geworden für eben diese Verbindung von folklorischen Einflüssen und modernen Techno-Klängen. Das stößt manchmal auch auf Ablehnung, führt aber eigentlich dazu, dass in Serbien durch diese Band tatsächlich auch folklorische Musik immer noch in den Charts ab und zu auftaucht und eben einen Stellenwert hat. Also da haben sie sich schon richtig einen Verdienst geleistet. Bei dem Song ist es jetzt vielleicht so ein bisschen so, dass er ja nicht abhebt. Komplett. So. Aber die Musiker, die da stehen, die haben eine Berechtigung, da zu stehen und die haben eine Verbindung zu diesem Song. So. Sanja Ilić,
glaube, der hat schon damals, scheint als 1982 ist er schon mal angetreten beim ESC für Jugoslawien damals. Er hat eine Hymne für Roter Stern Belgrad geschrieben. Ist auch ein großer Musiker in Serbien. Ja, und eben ganz eng mit dieser Volksmusik verbunden. Das ist ja auch eine wahnsinnig große Band, ne? Sondern wie 15, bis zu 15 Mitglieder. Sehr schön, durch der Sambo schreibt, liebe Moderatoren, bekommt ihr alle Namen der Mitglieder von Balkanica zusammen? Oh Gott, ja, ich wollte gerade sagen, bis zu 15, es wird ein bisschen schwierig. Glücklicherweise dürfen beim ESC ja nur 6 Performer auf der Bühne stehen, deswegen sind es jetzt ein bisschen weniger. Ja. Aber kriegen wir alle 6 zusammen, Wir Stefan? Kriegen auf jeden Fall den Menschen des Flöten, den Flötenspieler. Ljubomir Dimitrijević heißt der. Wie heißt der? Ljubomir Dimitrijević. Ja, genau. Und pass auf, was er über die Flöte gesagt hat, ich habe es mir rausgeschrieben. Der Klang der Flöte ist für ihn ein mysteriöser, goldener Faden, der sich vom Anbeginn der Zeit bis heute erstreckt. Ach schön. Oh. Aber ist es nicht toll? Es ist tatsächlich so ein bisschen so, wie in unsere Experten gesagt haben, fehlt nur noch ein Rhönrad. Ja, wir haben Flötenoper, wir haben Landessprache, wir haben Trommler. Flöten beim ESC sind ja auch, es ist ja ganz wichtig, dass am Anfang des Stücks einmal kurz die Flöte auftaucht. Ne? Ja. Ich glaube, der hat auch schon damals bei Emily de Forest mitgespielt, 2012. Und ist so jetzt schnell gealtert. Dazu. Bärbart und so, zack. Aber die Flöte ist immer noch da. Also, was sagt ihr dazu? Murmeltier sagt, der Sänger macht mir Angst, so verbissen, gruselig. Miro Mutsch schreibt, wenn ich daran denke, dass Deutschland im zweiten Semifinale abstimmen muss, im Moment noch kein gutes Lied dabei, das kann ja heiter werden. Das stimmt, darüber können wir auch gleich nochmal reden, über diese erste Hälfte des zweiten Halbfinals. Erik schreibt, der Song ist eigentlich ganz okay, wenn nur nicht die eine Frau immer so dazwischen schreien würde. Ich habe mir übrigens die Outfits von den Frauen angeguckt und dachte mir, das könnte auch ein Fall für den Barbara Dex Award sein. Und lustigerweise ist Serbien das einzige Land, was den Award für das schlimmste Outfit gleich zweimal gewonnen hat. Wir wollen jetzt nicht heraufbeschwören, dass es in diesem Jahr ein dritter Award für Serbien... Gibt es auch noch ein paar andere Kandidaten. Gibt es auch ein paar andere, ne? Auch da haben wir noch ein paar, über die Worum wir sprechen können. Worum geht es in dem Song? Ja, es ist so ein bisschen spirituell oder soll spirituell wirken oder vielleicht interpretiert die Band das selber so. Also sie singen darüber, dass es sehr viel Negativität auf der Welt gab, in den Generationen, die zuvor auf die Welt gekommen sind. Und jetzt diese neuen Kinder, die jetzt geboren werden, die bringen etwas Positives mit und die sollen sozusagen diese Energie weitergeben, sollen andere damit anstecken, so dass wir gemeinsam in eine neue Zeit gehen können. Also sozusagen das Alte, das Negative zurücklassen und sozusagen diese neue Generation bringt etwas Positives mit, was wir alle, ja, uns sozusagen das innere Licht in uns erwecken sollten. Das ist jetzt sehr spirituell, aber vielleicht ist das auch nur meine esoterische Interpretation. Ich finde das innere Licht sehr schön. Der ganzen Geschichte. Ja, wir strahlen alle. Ja. So. Ja, mal gucken, ob es auch punktemäßig was zu strahlen gibt am Ende. Also ich könnte mir vorstellen, dass vor allem in der Community ganz gut abgestimmt wurde. Ja, 5 Punkte. Ich bin da wesentlich euphorischer. Ja. Also 8 Punkte von mir, von euch gibt es für Serbien 5,2 Punkte.